Die namenlose Präsenz des Mondes. Sie ist nicht wahrlich namenlos. Offenbart sie ihrem Namen jedoch nur einem, und zwar jenem, mit dem sie einen Eid eingegangen ist. Ein Bündnis. Nun stellt man sich jedoch die Frage, wer oder was ist diese namenlose Präsenz des Mondes? Und warum zeigt sie sich nur einem? Die namenlose Präsenz des Mondes ist eine der Großartigen, eine jener Großartigen, die in Janam von Kultanhängern verehrt werden. Sie ist vergleichbar mit Oedon. Formlos, körperlos, dennoch vorhanden. Wie kann das sein? Wenn man mit der namenlosen Präsenz des Mondes, deren Name Flora ist, einen Eid eingeht, so ist das wie ein Blutbündnis. Flora wird sich nur diesem Träger offenbaren, denn Flora ist nur in einem Traum zu sehen. Der Träger, der mit Flora einen Bund eingegangen ist, er wird zu einem Träumer. Jener Träumer wird einem seiner sehnlichsten Wünsche gewährt werden. Ganz gleich, was dies auch ist. Er wird auf ewig träumen. Im Falle Germans war es nun eine Jagd. Es war das, was er am besten konnte. Er wollte eine niemals endende Jagd. Und in seinem Traum würde niemals die Jagd enden. German hatte einst diesen Wunsch, nachdem ihm furchtbares Leid widerfahren war. Er hatte unglaublich viel in seinem Leben verloren. Und er war bereit, auch noch dieses letzte Opfer zu bringen. Nun, so kam es nun einmal, dass German einen Bund mit Flora einging. German war gewissermaßen nun der Host von Flora, und Flora verbarg sich in seinen Träumen. Flora wird sich jedoch nur unter einer Bedingung wieder zeigen, und zwar dann, wenn der Träumer, also German, aus seinem eigenen Traum verbannt wird. Germans physische Form ist schon lange entschwunden, jedoch sein Blut ist noch weiter im Umlauf, und all jene, die sein Blut injiziert bekommen, werden Germans Traum träumen und in seinem Traum hineingezogen werden. Dies ist der sogenannte Traum des Jägers und dort hat es schon einige tapfere Jäger hinverschlagen. Nur die allerwenigsten haben die Kraft, den Traum des Jägers zu überstehen. Und noch niemand hat es bisher geschafft, German am Ende seine Bitte auszuschlagen und ihn dann auch zu besiegen. Schließlich ist er der Erste und der wohl mächtigste aller Jäger gewesen. Würde es jedoch gelingen, dass German im Kampf besiegt werden würde, würde Flora einen neuen Host brauchen. Und so würde sich Flora unter dieser Bedingung dem Nachfolger von German offenbaren und ihm zum Nachfolger als dem Host des Traumes machen, wie es einst German war. Flora wird dies jedoch nicht weiter mit einem Bündnis besiegeln. Einst wurde natürlich schon ein Bündnis gesprochen und das steht weiterhin fort. Jedoch wird ein Host benötigt, damit die Traumwelt weiterhin fortbesteht. Damit auch Floras Existenz. So wird Flora also nicht zögern. Und wie es nun einmal so ist, wird Flora im Traum des Jägers vom Mond herabsteigen und versuchen, denjenigen, der German besiegt hat, sich ihr zu bemächtigen. Jedoch kann es auch unter Umständen sein, dass dieser Jäger oder Jägerin auf ihrer Reise so viel Einsicht gesammelt hat und so viel Verständnis, was nun geschah, dass es für Flora vielleicht nicht möglich ist, jenen Jäger an sich zu nehmen. Daraufhin wird Flora natürlich versuchen, den Eindringling zu vernichten, denn noch schlimmer ist es für Flora, wenn nicht einfach nur das Blut verschwindet, sondern ihre Existenz komplett ausgelöscht wird. Zum Verständnis würde der Traum des Jägers von German enden, wäre Flora nicht tot. Sie müsste nur auf ein neues Bündnis warten, bis eines Tages ein solches stattfinden würde. Solange jedoch der Traum noch fortbesteht, ist Flora in diesen gebunden und sie kann getötet werden. Und genau dies ist es, was wohl geschehen wird. Denn der Jäger, derjenige, der German betrügt, er ersinnt ein Ende des Traumes oder vielleicht um ein eigenes Bündnis zu schmieden, vielleicht gar eine höhere Existenzebene. All dies wird sich jedoch nur zeigen, wenn all diese Geschehnisse in Kraft treten. Wenn German am Ende seines Traumes von einem Jäger besiegt wird, er aus seinem eigenen Traum verschwindet und sich Flora vom Mond herabbegibt, um gegen diesen Jäger zu kämpfen, um das Gleichgewicht zu wahren, um ihre Anstrebungen weiterhin zu verfolgen. Würde sie schließlich besiegt werden, würde alle Macht,
aus dem sämtlichen Blut, das einst zwischen German und Flora geschlossen wurde, einfach nur zu normalem Blut werden. Diejenigen, die es injiziert bekommen würden, würden nicht mehr den Traum des Jägers träumen. Es wäre einfach nur noch ganz gewöhnliches Blut, denn der Eid wäre gebrochen. So viel zumindest in der Theorie. Vielleicht würde auch durch den Tod Floras ein höheres Wesen geboren werden. Vielleicht würde der Jäger, der Flora ein Ende setzt, selbst auf eine höhere Existenzebene steigen. Und der Traum würde fortbestehen. Und vielleicht würde gar Schlimmeres passieren. Dies jedoch wird sich nur zeigen und auch nur dem einen offenbaren, dem es gelingen sollte, German zu besiegen und schließlich auch Flora ein Ende zu setzen. Der Ausgang dieser Geschichte ist offen und man kann nicht genau sagen, was passieren würde, wenn Flora schließlich ein Ende findet. Vielleicht würde es der Beginn einer neuen Ära entsprechen. Vielleicht wäre es einfach das Ende des Jägertraumes oder es würde weitergehen wie bisher. Vielleicht würde es gar sein, dass dieses Wesen eines Tages einen Weg an die Außenwelt findet und nicht mehr auf einen Jägertraum angewiesen ist, geschweige denn auf einen Träumer. All dies jedoch liegt in ungewissen Schatten. Und vielleicht ist es besser, wenn es einfach nur beim Jägertraum bleibt und sich weiterhin Jäger einfach aus dem Traum von German schneiden lassen. Man kann es nicht genau sagen, welches Ende diese Geschichte nehmen wird. Jedoch wäre der Ausgang dieser Geschichte sehr interessant. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt. Oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like dazulassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.